Hallo zu einer weiteren Folge Photoshop für Fotografen. Heute machen wir eine eigentlich ganz einfache Bildbearbeitung, bei der es einfach darauf ankommt zu wissen, wie man das am besten angeht, wie das eben immer so ist. Wir möchten aus einem bunten Bild ein Schwarz-Weiß-Bild mit einigen bunten Highlights machen. Die Technik dazu ist simpel. Wir haben ein Farbbild und wir legen über dieses Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild, aus dem wir die bunt zu lassenden Bestandteile nachher einfach herausrechnen. Das heißt, wir duplizieren die Hintergrundebene. Wir legen eine Einstellungsebene an, bei der wir die Sättigung auf 0 verringern, beziehungsweise in dem Fall minus 100. Und haben also jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Wir müssen jetzt nur noch darauf achten, dass diese Schwarz-Weiß-Ebene, diese Farbton-Sättigungsverringerung, nur auf die darunterliegende Ebene wirkt. Das machen wir durch Druck auf STRG und G. Wenn ich jetzt also die Hintergrundkopie abschalte, sehe ich, dass das darunterliegende Hintergrundbild immer noch bunt ist. Um die Gruppierung nachher wieder aufzuheben, oder um sie überhaupt aufzuheben, drücken Sie STRG SHIFT und G. Der Effekt ist zunächst mal nicht sichtbar, aber man sieht, wenn ich die Hintergrundkopie-Ebene ausschalte, dass er eben durchwirkt, wirkt auch auf die Hintergrundebene. Ich schalte es also wieder ein. So, und der nächste Schritt ist auch relativ einfach. Und zwar werden wir genau die Bildteile, die wir nachher bunt haben wollen, aus dem Hintergrundkopie-Ebenen, aus der Hintergrundkopie-Ebene heraus radieren. Dazu holen wir uns das Objekt, das wir bearbeiten möchten, also die Leuchtreklame, diese hier näher heran, wählen den Radiergummi als Werkzeug und schauen mal, mit welcher Pinselgröße wir am besten arbeiten. Der Pinsel hat jetzt die Größe 95 Pixel. Ich mache es mal ein bisschen größer, nicht zu groß, sonst wird das Arbeiten doch zu schwierig. Das ist zu groß mit 170. Wenn der Regler sich nicht genau einstellen lässt, können Sie hier auch einfach per Tastatur die Pinselgröße einstellen. Die Pinselgröße entspricht übrigens den Pixeln des Durchmessers des Pinsels. So, und nun kann es losgehen. Sie klicken auf das Objekt, das freigestellt werden soll, und malen einfach, genau genommen radieren Sie, aber es sieht aus wie malen, die Bildteile an, die bunt bleiben sollen. Soweit so einfach. Setzen Sie zwischendurch immer mal wieder ab, denn jeder Bearbeitungsschritt, den Sie machen, kann einzeln auch wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mal einen Fehler machen, so wie ich es gerade, können Sie mit STRG Z diesen Fehler wieder rückgängig machen, bis zum letzten Absetzen der Maus. Und dann können Sie wieder ansetzen und von neuem anfangen, Ihr Objekt wegzuradieren. Und damit eben die darunterliegende bunte Ebene hervorzuholen. So, das war's schon für diese Reklame. Jetzt nehmen wir uns noch diese kleine hier links vor. Dazu mache ich den Zoom-Faktor noch etwas größer. Der Pinsel ist jetzt zu groß eigentlich, deshalb setze ich ihn mal ein ganzes Stück kleiner. Auf 70 etwa. So. Male jetzt vorsichtig über diese Leuchtreklame. Dann lasse ich die Schrift sehr schön raus. Der Rand der Leuchtreklame, aufpassen, dass Sie nicht zu weit rausmalen. Und der untere Teil der Leuchtreklame fertig. Und jetzt noch diesen rechten Teil, diese Leuchtreklame hier auf der rechten Seite. Und dann machen wir den Pinsel wieder ein Stückchen größer. Ich gehe wieder auf 120 in dem Fall und male einfach vorsichtig über diese Leuchtreklame hinweg. Ich gehe zuerst die Ränder an, weil es mir dann leichter fällt, die inneren Bildteile einfach mit schnellen Mausbewegungen auszumalen quasi. So, oberer Teil, unterer Teil. Und fertig ist die ganze Geschichte. Wir sehen, sehr simpel. Wir haben einfach Teile aus dem Schwarz-Weiß-Bild herausradiert.
Und so entsteht ein sehr hübscher Color Key-Effekt. Wir mit normalen Freistellarbeiten wahrscheinlich sehr aufwendig geworden wäre. Aber das hier ist eine sehr gängige Methode mit der Ebenenmaskierung. Und ja, ich hoffe, Sie haben was dabei gelernt.